Arne Silberg. Kriegen wir das wohl zusammen? Wer weiß das schon? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen neuen Tag für euch. Ich weiß, ich habe schon letztes Mal einen Tag gemacht, aber es gehen so viele Tags jetzt rum, die mir gefallen und ja, den Tag habe ich bei so vielen YouTubern, also Booktubern schon gesehen. Ich habe den bei Nini Schoki Books gesehen, davor bei Gerd von Gerdipedia TV. Dann habe ich ihn bei Maya 3007 gesehen. Ich habe den schon so oft gesehen, da habe ich mir gedacht, den Tag musst du jetzt auch mal machen. Ja, wir versuchen jetzt aus Büchern Anni Silber herauszubekommen. Also durch den Anfangsbuchstaben von den Namen. Mein Gott, ich hab's halt nicht mit dem Reden. Ich hab's eigentlich nie mit dem Reden, egal. Und ja, Anni Silber, also das besteht ja aus 10 Buchstaben. Also habe ich mir dazu jetzt 10 Bücher rausgesucht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Okay, zuerst versuchen wir jetzt das A herauszukriegen. Und dafür habe ich mir herausgesucht, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner von Kerstin Gier. Das Beste ist, wenn ich euch das Buch jetzt nur von vorne zeige, weil guckt mal von der Seite. Ich habe es hier mega ramponiert. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe das nur einmal gelesen und dann stand das nur im Regal rum. Ich habe das zwar als Mängelexemplar gekauft, aber egal. Also da geht es ja um Kati, die mit Felix glücklich verliebt ist. Aber irgendwie hat die dann, glaube ich, einen Unfall und wacht im Krankenhaus wieder auf. Und das ist dann irgendwie, bevor sie Felix dann kennengelernt hat und versucht dann halt herauszufinden, ob sie sich wieder für ihn entscheiden würde. Und ich fand die Story richtig, 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 richtig toll. Und auch das mit dem Esel hier vorne drauf. Ich glaube, das hatte auch nochmal eine besondere Bedeutung bei dem Buch. Und ja, ich fand es einfach nur mega toll und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Der nächste Buchstabe ist jetzt das erste N. Ich habe Menge Ns in meinem Namen. Also in meinem richtigen Namen habe ich ja auch eine Menge Ns, ne? Da hätte ich 3 Ns und Ann-Kathrin sind 3 Ns drin. Und ich bin froh, dass es nicht Ann-Kathrin Silber heißt, weil... Boah, dann würden wir ja morgen noch hier sitzen. Ann-Kathrin allein hat 11 Buchstaben. Oh mein Gott, ey, dann müsste ich ja diese ganzen Bücher erstmal hier hinschleppen. Ich muss sowieso die Bücher nachher wieder zurückschleppen und das wird auch wieder ein Akt. Ah, egal, wir machen jetzt weiter mit dem ersten N. Und zwar ist das, habe ich mich entschieden für Nacht im Sommer von Maggie Stiefvater. Das war mein erstes Buch von Maggie Stiefvater. Und sie hat mich sofort überzeugen können. Ich fand es zwar erst nicht so, aber nachher war ich richtig in der Story drin. Und ich liebe ja erstmal Wölfe über alles. Und dieses Cover überzeugt einen auch, nebenbei gesagt. Und ja, ich liebe Wölfe über alles, vor allem die Geschichte mit Werwölfen, wenn man das so nennen kann. Und wenn da noch eine Love Story ins Spiel kommt, dann bin ich auch sofort dabei. Das haben auch schon bestimmt ganz viele gelesen. Es ist jetzt auch der vierte Teil erschienen. So ein Zusatzband, das ist Schimmert die Nacht. Ich habe auch die ganze Trilogie schon gelesen und mir fehlt nur noch Schimmert die Nacht und das werde ich bestimmt auch in der nächsten Zeit mir irgendwann holen. Irgendwann. Und ich freue mich schon mega drauf, das auch zu lesen. Schon bei meinem zweiten N und meinem letzten N. Und zwar habe ich mich dafür entschieden für Night School. Da habe ich, glaube ich, auch eine Rezension zu gemacht. Die verlinke ich euch dann auch in der Infobox. Was heißt auch? Ich bin noch bei meinem letzten Video, sorry. Also ich verlinke es dann eure in der Infobox. Ich habe jetzt Videos vorgedreht, deswegen. Und ja, mir hat der erste Teil richtig gut gefallen. Das habe ich ja damals an Halloween gelesen. Das Video kann ich dann auch noch in der Infobox vielleicht verlinken. Das hat mir mega gut gefallen und ich habe es am einem Wochenende gelesen. Und ich finde es schade, ich habe die anderen Teile ja noch nicht hier, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr noch diese Reihe zu beenden. Der fünfte Teil erscheint ja bald. Und den muss ich mir dann, ich muss mal mit den zweiten, den dritten, vierten und dann den fünften holen. Und muss sie dann auch noch dieses Jahr beenden. Da freue ich mich schon so mega drauf. Ich kann es kaum noch erwarten. Anni, sind wir jetzt bei meinem letzten Buchstaben. Und zwar habe ich mich da entschieden für Im Pyjama um 3:30 von Gabriella Engelmann.
Und ja, das war mein erstes Buch von Gabriele Engelmann und das ist ja auch der E-Mail-Roman, also der einzige E-Mail-Roman, der mir wirklich gut gefallen hat. Ich habe ja noch, wie heißen die jetzt nochmal? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Also ich habe das Bild im Kopf, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Alle sieben Wellen und ich weiß gar nicht mehr, wie der erste heißt. Also diese Reihe, ihr wisst, was ich meine. Ja, das war der einzige E-Mail-Roman, der mir gefallen hat. Der ist auch speziell für Jugendliche geschrieben. Und was ich richtig toll finde, das muss ich euch nochmal zeigen, dass das immer halt, ich glaube, das ist farblich, einmal pink und einmal so. Also das ist auch immer so geschrieben und das fand ich nur mega toll. Ich habe es, glaube ich, auch durchgesuchtet. Ich habe den innerhalb von 2 Tagen gelesen. Und das hat mich auch auf den Trichter gebracht, dass ich jetzt mehr von Gabriele Engelmann lesen möchte. Ich habe ja ihre ganzen Märchenbücher, ich sehe die gerade da hinten im Regal, deswegen gucke ich da mal rüber. Die habe ich alle im Regal stehen und ich werde sie dieses Jahr auch noch bestimmt beenden. Weil mein Sub ja ein bisschen übertrieben groß ist. Und deswegen werde ich sie auch dieses Jahr lesen und weil ich mich schon so mega drauf freue, diese Bücher auch zu verschlingen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Wort Silber. Also die Leerzeichen gibt es nicht, die waren halt Bücher aus. Und da machen wir weiter mit einem Buch, das in diesem Video gar nicht fehlen darf. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, welches Buch ich mir dabei rausgesucht habe. Das war auch mein erstes Video überhaupt. Also das kann ich euch auch in meiner Infobox verlinken. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das gesehen haben. Egal. Ich kann heute auch mal den Kopf schütteln, wenn ich dieses Video gesehen habe. Also wenn ich dieses Video angucke. Und zwar geht es dabei um Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Das ist jetzt schon das zweite Buch von Kerstin Gier, was ich in diesem Video hier hochhalte. Und kleiner Tipp, es ist nicht das letzte. Ja. Was soll ich dort nur noch zu sagen? Dieses musste einfach hier in diesem Video kommen, weil mein wunderschöner Hintergrund fast genauso aussah. Oder er sieht heute noch so aus, also noch existiert er, aber jetzt, Moment, kann ich ja da nicht mehr hin. Ja, was kann ich damit zu sagen? Ich liebe es einfach. Und ja, den zweiten Teil habe ich auch gelesen, habe ich im Urlaub gelesen. Und der dritte Teil erscheint ja im Herbst. Und den werde ich mir auch sofort holen. Und Leute, dieses Cover vom dritten Teil ist das absolut schönste von allen. Es ist Silber. Und auch wieder so wunderschön gestaltet. Und die sehen bestimmt im Regal auch wieder so schön nebeneinander aus. Ich freue mich schon so mega auf den dritten Teil. Und ich werde sehr traurig sein, wenn der dritte Teil dann vorbei ist, wenn diese Reihe, also diese Trilogie dann beendet ist. Ich weiß nur noch nicht, wie dick dieses Buch sein wird. Und ja, ich werde mich überraschen lassen. Also wenn das so dick ist wie Smaragdgrün, dann wird das sehr schwer, die jetzt im Moment noch unterzubringen. Ich hoffe, die haben alle so diese Größe im Regal, dann würde ich es gerade noch so hinkriegen. So, jetzt haben wir den zweiten Buchstaben von Silber. Und zwar habe ich mir ein Buch rausgesucht, das ich eigentlich ganz okay fand, aber nicht so liebe, sagen wir so. Das habt ihr im letzten Tag-Video auch gesehen, also wie ich mich darüber ausgekotzt habe. Und zwar geht es um Im Zwielicht von Tagebuch eines Vampirs von Lisa J. Smith. Und ja, den ersten bis vierten Teil fand ich ja auch ganz okay. Und ich habe es jetzt auch nur genommen, weil ich sonst kein Buch mit I habe. Ich habe wirklich Platzprobleme mit I. Ich habe keine Bücher mit I. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie das kommt. Aber egal. Ja, ich weiß auch, wenn ihr euch fragt, warum hier an der Seite jetzt irgendwie ein Zettel ist, ich weiß gar nicht, warum das ist. Ich guck mal, ich meine, es würde mich jetzt aber auch mal interessieren, warum da so ein Zettel ist. Ich glaube, da hatte ich die Phase, wo ich so meine Lieblingspassagen markiert habe oder so. Und wollte dann immer irgendwelche in Videos halt das sagen, aber das ist nie dazu gekommen. Und ja, egal, der Zettel ist jetzt irgendwie stecken geblieben und ich weiß nicht, wieso der da noch drin ist. Egal. Der dritte Buchstabe ist das L. Und bei dem L habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe mir da das Labyrinth Erwacht herausgesucht von Rainer Weckwerth. Und ich fand es hier einfach mega toll. Ich habe es durchgesuchtet. Habe den zweiten Teil dann hinterher gelesen. Und jetzt fehlt mir nur der dritte. Den habe ich hier schon stehen. Den habe ich mir auch für diesen Monat vorgenommen.
Aber ich habe ja im Moment, ich bin am S lesen von Stephen King. Und dieser mordsmäßige Klopper habe ich auch schon über die Hälfte gelesen. Und das hat mich jetzt 2 Wochen gekostet. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in diesem Monat nicht mehr so viel schaffen. Ich hoffe es natürlich noch. Aber man weiß ja nie, ne? Okay, jetzt sind wir beim B. Und das B habe ich mir dafür rausgesucht. Da gibt es auch eine Rezension zu. Ich dachte immer, ich mache zu wenig Rezensionen. Aber wenn ich jetzt ältere Bücher raussuche, dann sehe ich doch, dass ich doch mal Rezensionen mache. Also ich werde sowieso nächsten Monat dann wieder Rezensionen machen. Ich finde es irgendwie doof, dass ich keine mache. Ich weiß nicht wieso. Ja. Aber egal, ich habe jetzt auch gedacht, dass ich dann halt diesen Monat schon Rezensionen mache. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es hat mich jetzt irgendwie gestoppt. Sonst hätte ich schon längst was gemacht, weil ich ja sonst schon längst Bücher durch hatte. Aber der Booktalk zuerst, der wird stattfinden. Sowas spreche ich euch auf jeden Fall. Na egal, bevor ich mich jetzt verkatsche, ich habe mich für die Bestimmung von Ronica Roth entschieden. Ich habe die ganze Trilogie gelesen. Ich habe hierzu eine Rezension gemacht. Und zum dritten Teil, ich habe zum zweiten Teil komischerweise keine Rezension gemacht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Wahrscheinlich, weil der zweite nicht so toll war, fand ich. Der erste wurde ja verfilmt. Die Verfilmung fand ich richtig, richtig toll. Ich gucke sie mir sehr, sehr gerne noch an. Ich weiß nicht, ob ich in den zweiten Teil im Kino reingehen werde. Aber auf DVD werde ich ihn bestimmt dann holen. Und ich muss jetzt nur noch Forstgeschichte lesen. Das habe ich leider noch nicht hier. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das lesen kann. Jetzt war schon wieder mein vorletzten Buch. Und zwar habe ich mich da für den Buchstaben E entschieden. Für Der Erdbeerpflücker von Monika Veeth. Das habt ihr ja auch in meinem letzten Tech-Video gesehen. Und deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist ja ein Jugendthriller. Das Cover ist wunderschön. Und es war mein erstes Buch, was ich wirklich so gelesen habe. Und ja, was könnte ich da noch zu sagen? Vielleicht werde ich euch in meinem... Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr gar nicht gesehen. Es flutscht mir einfach durch die Hände. Vielleicht werde ich euch das mal in meinem... Also wenn ich einjähriges YouTube-Jubiläum habe. Vielleicht werde ich euch da mal ein bisschen was zu dem Buch sagen. Weil das ja irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich jetzt heute hier sitze. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch mega empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ihr solltet euch das mal wirklich angucken. Es gibt mittlerweile so viele Teile. Und der Libellenflüsterer heißt es, jetzt weiß ich es, glaube ich. Der erscheint auch im Herbst und da freue ich mich schon so mega drauf. Ich habe alle ihre Bücher gelesen und freue mich immer, wenn ein neues erscheint. Das letzte Buch hat auch eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und zwar kam ich dann so langsam auf den Trichter Jugendbücher und sowas. Das Buch habe ich, glaube ich, das erste Mal bei Cossi in einem Video gesehen. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, worum es geht. Vielleicht auch nicht. Und zwar Rubinrot von Kerstin Gier. Das war meine erste Trilogie, die ich gelesen habe. Und zwar wusste ich gar nicht, worum es geht. Ich fand nur das Cover so schön, so, so schön. Ich finde es heute auch noch so ein Hingucker. Und dann habe ich mir dahinter, habe ich mir sofort Saphir Blau mal, glaube ich, für zu Weihnachten oder so, kurz vor Weihnachten geholt. Für einen Adventskalender, glaube ich. Und Smaragdgrün habe ich mir dann mal über eBay geschossen. Und ich habe diese Trilogie so geliebt und ich finde es irgendwie auch, also ich fand den ersten Film auch noch gut. Und den zweiten, ja, da habe ich gedacht, nee, das haben die jetzt nicht ernsthaft so gemacht, ne? Und ja, also Smaragdgrün soll ja auch noch verfilmt werden. Und ich bin gespannt, wie die das jetzt hinbiegen wollen, ganz ehrlich. Wie konnten sie den zweiten Film nur so verhunzen, ganz ehrlich. Aber die Bücher liebe ich natürlich trotzdem, also die werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. So, ihr Lieben, ich werde jetzt, das Silber kann ich euch jetzt nicht hochhalten. Den Stapelbücher hier, weil ich den gerade so richtig unpassend hingestellt habe und ich Schiss habe, dass hier gleich irgendwelche Bücher runterfallen. Und ja, das war es jetzt schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn irgendwer diesen Tag noch nicht gemacht hat, kann er ihn ja vielleicht machen.
ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!